Ein seltener Anblick. Eine alte Lok der Bäderbahn Molly in Warnemünde, direkt vor dem Leuchtturm. Im Rahmen des Brückenfestes wurde sie hier aufgestellt. Ja, das ist natürlich der absolute Hammer für uns. Also sprich, wir haben erstmalig die Gelegenheit hier in Warnemünde am größten Ort in der Hansestadt in Rostock unseren Molly zu präsentieren, der ja seit 136 Jahren bereits zwischen Doberan und Kühlungsborn verkehrt. Und hier die Chance zu haben, 6 Tage in so einer Location natürlich bei Kaiserwetter unseren Molly zu präsentieren, das ist natürlich super. Bisher fährt der Molly nur zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan. Die Strecke der Bäderbahn könnte aber bis nach Warnemünde und Rerik verlängert werden. Ein alter Traum. Die Gesellschafter des Molly haben die Universität Dresden mit einem Gutachten beauftragt. Und laut Forscher würde eine Verlängerung der Molly-Strecke die Attraktivität der Umgebung steigern. Es wurde eine weitere Alternative zum Auto geschaffen und es entstünden neue Arbeitsplätze. Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus wäre für den Streckenausbau. Für den Ausbau sind wir ja gerade in der Diskussion, sind wir gerade in der Planung. Mein Traum ist schon eine Schienenverbindung zwischen den Seebädern hier in Mecklenburg, Warnemünde, Doberan, Kühlungsborn bis nach Rerik, dass man also wirklich ganz schnell mit einem Verkehrsmittel von A nach B kommen kann. Ich glaube, das wäre auch eine gute Möglichkeit, diese Straßen, die wir hier haben, die uns verbinden, zu entlasten. Die Gesamtkosten für den möglichen Streckenausbau werden auf 110 Millionen Euro geschätzt. In ein paar Jahren könnte es soweit sein, dass der Warnemünder Bahnhof auch über Schmalspurgleise verfügt. Dort könnten dann stündlich Züge in Richtung Bad Doberan abfahren, hin und wieder auch mal eine Dampflok. Aber als es kürzlich im Kreisausschuss um weitere Planungen zur Streckenerweiterung ging, lehnten die Ausschussmitglieder diese Planungen ab. Aktuell geht die Diskussion allerdings eher in die Richtung, dass man das Projekt aufgrund der Kosten insbesondere und den Rahmenbedingungen, die sich in den letzten 2 Jahren auch geändert haben, was Energie angeht und so weiter und so fort, dass man dort zunächst erst einmal Abstand nehmen will von dem Projekt der gesamten Streckenerweiterung von Rerik bis nach Warnemünde. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Es ist ein gewisses Risiko bei dem Gesamtinvestitionsvolumen. Nichtsdestotrotz sind sich viele auch einig darüber, dass es ein ganz interessantes Projekt ist. Das ist ja auch der Grund dafür, warum wir überhaupt eine Machbarkeitsstudie gemacht haben. Das ist aus der Bevölkerung herausgekommen, das Thema. Und das ist auch gut, dass wir es untersucht haben. Jetzt sind wir am Punkt, wo wir entscheiden müssen, geht es weiter oder nicht. Aktuell sieht es so aus, als wenn es zunächst erst einmal nicht weitergeht. Mit 64% ist der Landkreis Rostock Hauptgesellschafter am Betrieb des Molly und kann letztlich die Marschroute vorgeben. Gründe für eine Ablehnung des Streckenausbaus bis nach Rostock-Warnemünde: die finanziellen Engpässe des Landkreises, die zum Teil noch unklaren, aber auf jeden Fall gigantischen Kosten des Vorhabens und die Bebauung von Naturschutzgebieten. Am 21. September wird im Kreistag entschieden, ob es mit einer Planung des Streckenausbaus weitergehen kann. Bis dann aber eine mögliche Planung doch umgesetzt werden könnte, könnte es laut Molly-Chef noch 10 bis 15 Jahre dauern. Möglicherweise ist es aber auch ein einmaliger Ausflug der alten Molly-Bäderbahn nach Warnemünde gewesen.